Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevola und heute würde ich Ihnen gerne ein paar Beispiele für die Auswahl eines Brokers präsentieren. Es gibt so viele momentan am Markt, deswegen haben wir uns auf vier Broker spezialisiert oder vier Broker einmal hier mit ausgewählt und wollen uns hier an den Märkten, die verfügbar sind. Das heißt, dass wir einfach Ihnen mal präsentieren, welche Märkte sind momentan über welchen Broker handelbar. Dann, was sind die Preise, ist natürlich ganz wichtig. Was sind die Plattformen und die Möglichkeiten, die Sie dafür haben und für wen ist es geeignet? Und das würde ich einmal mit den Märkten beginnen. Wir haben einmal TradeStation Securities aus den USA, wo man aktuell folgende Dinge handeln kann. Sie können hier Aktien, US-Aktien, ausschließlich US-Aktien, US-Optionen sowie Futures handeln. Das heißt, es ist sehr begrenzt, dieses Tool. Wir haben aber vom Preisgestalten natürlich gerade als US-Bürger die Möglichkeit, im Aktienbereich sogar kommissionsfrei zu handeln. Und der Riesenbenefit ist hier die Plattform. Sie haben hier wirklich eine der besten Trading-Plattformen über TradeStation Securities. Und wenn man im Future- oder Optionsbereich arbeiten möchte, ist das für mich noch immer eins der besten Plattformen weltweit, auch für automatisierten Handel. Also das ist wirklich für Leute, die vollautomatisiert arbeiten wollen oder schon sehr fortgeschritten sind im Optionsbereich, ist die TradeStation Securities US-Broker hier mit geeignet. Dann als zweites, ich glaube, das ist das gute Beispiel für Einsteiger. Trade Republic bietet Ihnen eigentlich eine sehr, sehr übersichtliche Auswahl von Aktien und ETFs, einigen Derivaten. Und wir sehen es hier im Prinzip, jeder Trade 1 Euro, das heißt, kann natürlich gerade bei größten Stückzahlen ziemlich sinnvoll sein, wenn man mehr Tools benötigt, das heißt auch eine Plattform, die etwas mehr kann, dann kommt natürlich Trade Republic hier an die Grenzen, hier haben Sie nur eine App, die Sie nutzen können. All das ganz klar für Einsteiger, mit aber einem übersichtlichen Preismodell und mit keiner zusätzlichen Plattform als Auswahl. Als drittes haben wir Interactive Broker, wo Sie natürlich viele Möglichkeiten haben, eigentlich hier die Übersicht mit den weltweit meisten Märkten, den meisten Asset-Klassen, das heißt, Sie können Aktien, Forex, Optionen, im Prinzip alles handeln über ein Konto. Sie haben die mobile App von IB, wo Sie auch hier oben das Video sich anschauen können, wo wir einiges über die Mobile App von IB präsentieren. Sie haben auch eine Desktop-Variante mit der TWS, wo Sie drauf handeln können. Das ist, sage ich mal, schon für etwas fortgeschrittene Kunden, die natürlich auch verschiedene Märkte handeln wollen. Und beim Preismodell können wir mal eins sagen, bei Aktien sind wir im US-Bereich bei 5 Cent pro Aktie, also auch für kleinere Trades sicherlich relevant. Und weltweit umfassende Märkte ist, glaube ich, das Wichtigste über ein Konto und in verschiedensten Währungen führbar. Und als letztes haben wir TradeStation Global, was quasi Introducing Broker zu IB ist, das heißt, ist auch mit IB verknüpft. Hat aber wesentliche Vorteile, das heißt, es gibt keine Kontoführungsgebühr, auch wenn Sie gar nicht handeln. Sie haben mehrere Plattformen, Sie haben sowohl die TradeStation als auch die TWS für den PC. Wir haben natürlich auch hier die IBKR Mobile App und schlussendlich, was wir bei den anderen jetzt nicht erwähnt haben, auch einen Support, der natürlich schon etwas höherwertig ist, als was Sie bei den anderen Brokern bekommen. Also um es noch einmal zusammenzufassen, TradeStation Securities, für wirklich fortgeschrittene Profis im Options- und Future-Bereich, auch vollautomatisiert, aber lediglich auf US-Aktienoptionen. Trade Republic für Einsteiger. Dann haben wir Interactive Broker als drittes gesehen, was weltweit umfassend ist und quasi fast alle Märkte abdeckt. Und TradeStation Global mit ähnlichen Tools wie bei Interactive Broker direkt, nur dass Sie jetzt zusätzliche Plattformen noch nutzen können und keine Inaktivitätsgebühren zahlen, auch wenn Sie gar nichts handeln, was natürlich ideal für Buy and Hold ist in dem Fall. Und falls Sie Support von einem der gezeigten Brokern benötigen, wir sind im TradeStation Support sowie auch im Interactive Broker Support tätig. Das heißt, gehen Sie auf unsere Webseite tradevola.com und kontaktieren Sie uns entweder über das Kontaktformular oder direkt über die Supportseite TradeStation und Interactive Broker. Wir können Ihnen auch gerne Demo-Logins zur Verfügung stellen, dass Sie sich die Plattform einmal anschauen können, sodass Sie im Prinzip
vor der Auswahl schon mal die Möglichkeit haben, einfach die Plattform zu testen und auch zu sehen, ob das das Richtige für sie ist. Und um keines unserer folgenden Videos zu verpassen, subscriben Sie zu unserem Channel und würde mich freuen, wenn Sie auch bei den folgenden Videos wieder mit dabei sind. Vielen Dank.